Ich bin die Antagonistin. Sie ist ja schon eine Bitch. Also die Rolle Wilma, das ist mich jetzt fast komisch. Also ich spiele die erfolgreiche Schauspielerin. Ja, sie möchte die Einzige sein, die geliebt wird und sie gestattet keine neben sich. Wird man mal sehen, wie es sich entscheidet, wer gewinnen wird, Scylla oder Wilma. Die Rolle Wilma, das ist ja ein bisschen schwierig, weil man heißt ja so, wie man in Wirklichkeit heißt. Ich bin ja auch Schauspielerin, das ist natürlich auch gleich und ich spiele auch, ich bin auch seriös und, dann unterscheidet sich natürlich meine Schmerzgrenze. Also ich habe meine Rollen immer über Empfehlungen bekommen, was sehr gut ist. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sich so wenig selbst so aggressiv dafür einsetzt, irgendwie eine Rolle zu bekommen und die Wilma in der Serie, die setzt sich halt absolut mit Leib und Seele dafür ein, ihre Rollen zu bekommen. Ja, sollen wir was trinken? Dann kannst du mir mehr über den Film erzählen. Ja, gerne. Ich sehe das eigentlich als eine Rolle. Also ich sehe das jetzt nicht so, dass ich mich selbst spiele oder so. Und weil ich bin ja Schauspielerin geworden, um nicht ich selbst zu sein. Und deswegen soll man mir ein Drehbuch geben und dann spreche ich, anstatt irgendwas über mich zu erzählen. Was macht ihr denn hier? Also Scylla ist erstmal ein wunderbarer Mensch, weil sie hat einen ganz warmherzigen Charakter. Sie ist auch diejenige, die mich empfohlen hat und ich bin ihr unendlich dankbar. Sie ist wirklich ein Teamplayer und ganz tolle Frau, die andere Frauen nicht als Konkurrentin sieht, sondern wirklich Warmherzigkeit versprüht an alle und ja, sie ist großartig. Es gibt noch viele, viele spannende Videos in diesem Kanal und abonniert ihn doch einfach und schaut sie euch der Reihe nach an und viel, viel Spaß bei Offscreen.